Liebe Community, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die zahlreichen Kommentare und Zuschriften. Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, wie tief ihr in die faszinierende Welt des inneren Stroms eingetaucht seid. Dank eurer Unterstützung haben wir unseren ersten Meilenstein auf YouTube erreicht. Über 500 Abonnenten. Eure Begeisterung und euer Feedback bedeuten mir unglaublich viel und motivieren mich, weiterhin spannende Inhalte für euch zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit euch weitere Abenteuer in dieser interessanten Welt zu erleben. Ein großes Dankeschön von Herzen an jeden Einzelnen von euch. Die Versuche mit der Übersetzungsmatrix blieben fruchtlos, selbst nach unzähligen Wiederholungen der Aufzeichnung. Die Situation wurde zunehmend prekär, als nicht einmal die fortschrittliche KI des Schiffs, Quanta, einen handfesten Vorschlag einbringen konnte. Frustration zermürbte Vivians Geist, während ihre Gedanken in eine unerwartete Richtung drifteten, weg von der drängenden Problematik hin zu den Zwillingen, deren Integration in die Mannschaft so wertvoll erscheinen konnte. Sie wusste, dass die Präsenz der Zwillinge eine doppelte Gefahr darstellte. Einerseits könnten sie die Dynamik der Crew revolutionieren, andererseits war da die ständige Bedrohung ihrer manipulativen Fähigkeiten. Der Gedanke an eine heimliche Zusammenarbeit mit ihnen kam plötzlich und überraschte Vivian. Was wäre, wenn sie unbemerkt in das Bewusstsein der Insektoiden eindringen könnten, um deren Gedanken zu lesen? Die vielen Dorsek, in denen die Zwillinge ihre Umgebung beeinflusst hatten, würden dann endlich Sinn machen. Vivian wandte sich abrupt um und beobachtete die Zwillinge mit durchdringendem Blick. Ihre Köpfe waren eng zusammengelegt, als würden sie geheime Pläne schmieden. Ein Schaudern überlief sie, als sie realisierte, dass sie ihnen nicht nur trauen konnte, sondern vielleicht sogar musste, um die Lösung für ihr schier unlösbares Problem zu finden. Was, wenn die Zwillinge nicht nur eine Gefahr, sondern auch der Schlüssel zu diesem Problem waren? Mit einem tiefen Atemzug packte Vivian die Entschlossenheit, die sie sich lange Zeit gewünscht hatte. Das Risiko war enorm, aber die Aussicht auf Wissen und Macht am Ende des Tunnels ließ sie nicht los. Ein Plan formte sich in ihrem Kopf, so gewagt wie verlockend, ein schimmernder Faden der Hoffnung inmitten der Dunkelheit ihrer misslichen Lage. Was ist? Wie gut kannst du Gedanken lesen? Vor allen Dingen, wie tief kannst du in einen fremden Geist eindringen? Ich verstehe nicht ganz. Ich denke, wir sollten das nicht mehr tun. Bei unseren eigenen Leuten ist das auch ratsam. Ich hatte mehr die Insektoiden im Sinn. Ich habe Folgendes vor. Wir zeppen in vollkommener Tarnung in einen der Räume. Du beginnst sofort, einen dieser Insektoiden mit deinen Fähigkeiten zu scannen. Du musst es lesen können, was es denkt und was sie gemacht haben. Wenn das klappt, holen wir deine Schwester und gehen zu dritt ein weiteres Mal hinein. Ich möchte genau wissen, was sie denken und wie ihre Lebensweise ist. Der schwierige Teil wird sein, dass man euch nicht bemerkt. Sollten wir aufliegen, war es das. Die Frage ist allerdings, traut ihr euch das ehrlich zu? Ihr müsst nichts beweisen. Wir haben das immer nur zu Hause gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das in einer so großen Gefahrensituation auch so locker hinbekommen, wenn alles auf dem Spiel steht. Ich würde euch beschützen mit allem, was ich habe. Ich selbst weiß, wie ich in einer Gefahrensituation reagiere. Die Zwillinge schauten sich an und verharrten regungslos. Es war eindeutig, dass sie sich telepathisch unterhielten. Vivian bietet uns gerade das größte Abenteuer, an das wir erleben werden. Und trotzdem ist mir nicht ganz wohl bei der Sache. Mir geht es wie dir. Bin wahnsinnig aufgeregt, habe ebenso viel Angst dabei. Aber Vivian sagt, sie passt mit allem, was sie hat, auf uns auf. Wir wissen beide, dass Papst Vivian den gleichen Anzug gegeben hat wie er selbst und alle Schwarm-KI ausgenommen Quanta ihn tragen. Ich habe versucht, Quanta zu scannen. Ich bin wie bei Vivian in die gleiche Wand gelaufen. Diese beiden sind etwas Besonderes für Papst. Ach, du auch.
Bei Jackson bin ich weitergekommen. Er ist gern bei ihr. Er vergleicht sie mit seinem besten Freund, einem erfahrenen Soldaten. Wenn du Jackson scannst, wirst du sehen, dass er Dinge erlebt hat, die ich besser nicht erleben möchte. Ich war zu Beginn einmal kurz in Jacksons Gedanken. Ich bin sofort wieder raus aus seinem Geist. Was ich gesehen habe, war unvorstellbar. Manchmal verfolgt es mich und ich bereue, dass ich in seinen Geist gegangen bin. Also ich denke, wir sollten mit Vivian gehen. Vivian, wir sind dabei. Wie gehen wir vor? Vivian atmete tief durch, während sie mit Serafina an ihrer Seite durch die schwach beleuchteten Gänge des Nests zappte. Die ersten beiden Testsprünge hatten ihre Erwartungen übertroffen. Die Insektoiden und ihr Wächter schienen blind für ihre telepathischen Scans zu sein. Doch eine drückende Nervosität lag in der Luft, als sie die dunklen Schatten der Insektoiden um sich herum erblickten. Beim zweiten Besuch entdeckten sie die Insektoiden in einem unnatürlich steifen Zustand, als ob sie in eine Art Starre versetzt worden wären. Serafina, deren Neugier stets größer war als ihre Vorsicht, drängte sich in den Geist eines der Insektoiden. Geist, deinesgleichen, dein Wissen, murmelte sie entschlossen. Sie fühlte sich wie eine Yharim, die im Streben nach Verständnis einen Vertrauten aufsuchen wollte. Die telepathische Verbindung zu dem Insektoiden war kaum mehr als ein Flüstern, rudimentäre Gehirnaktivität, und so konnte Serafina feinsinnig in die tiefsten Winkel seines Daseins vordringen. Die Informationen strömten auf sie ein wie ein reißender Fluss. Individualität war für diese Geschöpfe ein fremder Begriff. Tief verwurzelt war ihr Dasein im Kollektiv. Jedes Leben im Nest diente einem höheren Zweck, und das einzelne Individuum war nichts weiter als eine blinkende Flamme im Angesicht des Ganzen, eine Flamme, die jederzeit verlöschen konnte. Aurora, die ungeduldig auf ihre Chance gewartet hatte, drang in den Geist des einzigen Wächters ein, dessen schützende Präsenz über dem Nest schwebte. Der Guardian schien ein tiefes, bedrohliches Wissen zu besitzen, das nicht für fremde Augen bestimmt war. Während Aurora seine Gedanken entschlüsselte, spürte sie die brutale Entschlossenheit des Wesens, das Nest mit allem zu verteidigen, was es hatte. Vivian indes fühlte sich von einem unerklärlichen Drang getrieben, tiefer in das Nest einzutauchen. Etwa in der Mitte des riesigen Raumes entdeckte sie das größere Insektoid. Vor ihm lagen mehrere Artefakte, die dem ähnlich waren, das sie im Zentralstern verbrannt hatte, nein, zum Verwechseln ähnlich waren. Es war, als würde die Luft um sie herum vibrieren. Eine unheilvolle Vorahnung stieg in ihren Gedanken auf. Sie bemerkte, wie die Zwillinge ihre Bewegung veränderten. Ihre Körper begannen zu schwanken. In ihren Augen schimmerte das gleiche unglückliche Erkennen wie an jenen schicksalhaften Momenten im Shuttle. Vivian bemerkte, dass ihr Amulett, die Rüstung des Lichts, zu glühen begann. Es wird zu gefährlich, dachte sie. Es half nichts, die Zeit drängte. Wir müssen sofort raus, war der einzige Gedanke von Vivian, sie zappte zurück zur Dakor. Nachdem sich Vivian und die Zwillinge von den Strapazen erholt hatten, im Besprechungsraum, Vivian rief den Admiral zu einer Lagebesprechung über das Ergebnis der Informationsbeschaffung zu sich. Die Aufzeichnungen unserer Helmkameras zeigen eindeutig, dass dieses Ding ein Nest ist. Es wird nur in bestimmten Bereichen mit Sauerstoff versorgt. Offenbar sieht die Königin es nicht für nötig an, dass das ganze Nest mit Sauerstoff versorgt wird. In vollem taktischen Zustand sind wir nicht wahrnehmbar für sie. Weder ihr Wächter noch sie selbst sind in der Lage, uns zu bemerken. Das waren die Informationen aus meiner Sicht. Aurora konnte einen Insektoiden in Stase eingehend scannen. Aurora, bitte dein Bericht. Danke, Vivian. Die Insektoiden haben kein Namenssystem wie wir. Ihr Zweck oder auch ihre Bestimmung wird von der Königin bei deren Geburt festgelegt. Es ist nicht möglich, diese Bestimmung je zu ändern. Das Nest besitzt ein Kastensystem. Arbeiter, Soldaten, Wächter des Nests. Die Wissenschaft steht alleinig der Königin zu. Die Artefakte sind im Grunde eine Waffe. Sie werden von den Soldaten von einem zum nächsten Planeten gebracht. Ist ein Artefakt auf einem Planeten verbracht worden, wartet die Königin so lange, bis keine intelligente Spezies mehr auf dem Planeten vorhanden ist. Dann plündern sie alles und hinterlassen eine tote Welt. Es ist vorgesehen, dass der Planet Aquarius der nächste Planet zur Plünderung ist. Es gibt Tausende dieser Nester in der ganzen Galaxie. Man darf sie jedoch nicht unterschätzen. Sie sind durchaus in der Lage, sich zu verteidigen.
Die Nester bestehen aus einem ähnlichen Material, wie es bei den Vorikander-Schiffen verbaut war. Ihre Artefakte greifen ganz bewusst Telepathen sofort hart an, in vollem taktischen Zustand jedoch nicht so gravierend wie im Shuttle, als es uns gesehen hatte. Wir müssen unsere Heimatwelt verlassen. Wir haben auf Valeris gesehen, wie schnell dieses Artefakt eine Kultur vernichten kann. Wir müssen unsere Gemeinschaft informieren. Halt! Es gibt keinen Grund, gleich in Panik zu verfallen. Wir werden Aquaris in vollen taktischen Zustand verbringen. Sie werden den Planeten nicht bekommen, das werden wir verhindern. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Sicher, Ihre Flotte ist groß. Ich bezweifle jedoch, dass dies gegen weitere Nester reichen wird. Gemessen an dem, was ihr bisher gesehen habt, gebe ich euch recht. Der Schwarm ist jedoch um den Faktor 100 größer. Seid also gewiss, dass unser Admiral weiß, was er tut. Danke, Quanta. Gegen den gesamten Insektoidenstaat zu kämpfen macht keinen Sinn. Wir werden automatische Schiffe losschicken, die die Insektoidenkönigin aus dem Nest entfernen. Das wird das gesamte Netz destabilisieren, die Soldatenarbeiter werden sich gegenseitig zerfleischen. Des Weiteren müssen wir Patrouillenflüge einführen, um eine Bedrohung durch ein weiteres Nest sofort zu erkennen. Und erst wenn das alles versagt, können sie über eine Evakuierung ihres Planeten beginnen nachzudenken. Während Henry im neuronalen Netzwerk mit seinen Leuten über die drohende Gefahr der Insektoiden diskutierte, begann Verena unauffällig mit der Umsetzung von Henrys Plan. Sie befahl den Versand von Drohnenschlachtschiffen in Vivians Sektor. Verena wollte sicherstellen, dass die Zwillinge nicht in Gefahr gerieten. Aurora und Serafina waren unbemerkt von Vivian in ihre Crew integriert worden. Die Zwillinge fühlten sich nicht unbehaglich, als sie realisierten, was geschehen war. Niemand sprach über ihre Vergangenheit, doch die unausgesprochene Last lag schwer auf ihren Schultern. In der Schwarmgesellschaft hatten sie sich stets unnütz gefühlt, ständig umzingelt von anderen, die ihren Platz in der Hierarchie hatten. Die Vorstellung, sich einen eigenen Platz erarbeiten zu können, war für die beiden nie mehr als ein ferner Traum gewesen. Doch jetzt, in der Truppe Vivian, spürten sie Hoffnung, ein Funke von Möglichkeit, der sich zu entfachen begann. Sie standen jetzt am Scheideweg zwischen ihrer Vergangenheit und der unbekannten Herausforderung eines neuen Lebens. Jedes der von Verena eingesetzten Drohnenschiffe schlug eine andere Richtung im Zielsektor ein. Dadurch konnte Verena einen sehr großen Bereich abdecken, was in Vivians Sektor mit jedem neu ankommenden Drohnenschiff die Sicherheit massiv erhöhte. Nach dem Meeting wurde Vivian von Quanta in einen Bereich der Dakor gebracht, den sie selbst nicht kannte. Dort wartete eine Überraschung auf Vivian. Ihr beiden seid euch sicher, dass ihr das wollt? Ja, Papst. Dann fragen wir gleich mal Miss Vergo, ob sie das auch möchte. Um was geht es bitte? Aurora und Serafina haben mich soeben wissen lassen, dass sie bei Ihnen ein fester Teil Ihrer Crew werden wollen. Die letzte Entscheidung überlasse ich Ihnen, Miss Vergo. Vor allen Dingen bei der Vorgeschichte meiner beiden Töchter finde ich das nur fair Ihnen gegenüber. Genau genommen hatte Vivian damit gerechnet, seitdem sie das erste Mal mit den beiden Zwillingen gleichzeitig im Ring war, verhielten sie sich völlig anders. Ich möchte nur eine Bedingung stellen. Wenn euch etwas stört, sagt es. Ansonsten habe ich nichts dagegen. Das freut mich zu hören. Für euch beiden gilt Folgendes: Sie ist der Commander dieser Flotte. Welchen Rang ihr begleiten werdet, entscheidet der Commander. Vielen Dank, Vivian. Noch ein ernstes Thema. Ich wollte die Aquarianer und Aquatis nicht verängstigen. Wir werden das aktuelle Nest der Insektoiden völlig leerräumen. Serafina sprach davon, dass es tausende dieser Nester gibt. In der Zwischenzeit sind zu einer echten Bedrohung für diese Galaxie geworden. Die Nester werden leergeräumt und verbleiben so lange im Musterpuffer, bis wir eine Lösung gefunden haben. Derzeit sind ganze Schwärme von Drohnenschiffen unterwegs, die nach diesen Nestern Ausschau halten. Möglicherweise finden sie in diesen Sektoren dieser Galaxie einen Hinweis. Ich verstehe. Dann wäre der Schwarm auch in der Lage, den Planeten Aquarius zu entvölkern. Aus diesem Grund habe ich es nicht angesprochen, selbst an einem Feind werde ich keinen Genozid veranstalten. Wir müssen nur herausfinden, was ihnen am meisten wert ist. Das ist ihre Achillesferse, dort können wir sie greifen. Auf diese Weise haben wir die Tarax und Soxas auch ruhig stellen können. Die Suche nach den Nester der Insektoiden verlief vielversprechend, doch die Drohnen der Schlachtschiffe blieben ratlos. Kein Herkunftsort und kein Entstehungsort konnten sie ausfindig machen. Dann jedoch stieß Dax auf etwas Unerwartetes.
einen geheimnisvollen Nebel, der die Umgebung umhüllte. Die Navigationsanzeigen gerieten ins Chaos und plötzlich tauchte eine Struktur auf dem Bildschirm auf, deren Größenangabe unmöglich realistisch erschien und nur als ein Fehler der Sensoren gedeutet werden konnte. Vivian gab den Befehl, sich der Struktur nur sehr langsam zu nähern. Obwohl die Darkor noch sehr weit weg war, konnte man die Struktur schon auf dem Schirm sehen. Wenn dem so war, konnten die Sensoren doch nicht defekt sein. Im Inneren der Struktur tummelten sich unzählige dieser Nester, dies musste der Ursprungsort sein. Alle Scans zeigten inaktive Insektoide an. Dennoch ließ Vivian einen entsprechend großen Sicherheitsabstand einhalten. Ein Tiefenscan der Struktur zeigte eine Unzahl an Artefakten an. Vivian zappte deswegen alleine an einen Ort in der Struktur, der ein Labor zu sein schien. Ich bin im Labor angekommen. Mein Scanner nimmt keinerlei Bewegung wahr. Der Raum scheint riesengroß zu sein. Nach dem, was ich bis jetzt entdecken konnte, ist dies ein Biolabor. Commander, die Zwillinge sind jederzeit bereit, sie zurückzuholen. Ich habe einen Terminal gefunden. Ich hoffe, dass ich ihn aktivieren kann. Quanta, siehst du den Terminal? Wie soll ich ohne Eingabefeld etwas eingeben? Dieser Terminal sieht den unserem sehr ähnlich. Legen Sie eine Hand auf die Kugel und konzentrieren Sie sich darauf, was Sie sehen wollen. Ich werde es versuchen. Vivian legt die Hand auf die Kugel und einige Lichter gingen an. Dann konzentrierte sie sich darauf, die letzten Eingaben angezeigt zu bekommen. Ein ihr völlig fremdes Wesen erschien auf dem Monitor. Ich bin Dr. Extrus, Xenobiologe. Es ist mir gelungen, eine niedere insektoide Spezies von Gotara so zu modifizieren, dass ich eine neue Arbeiterkaste erschaffen kann. Es kann nicht sein, dass mein Volk in den Asteroidengürteln unter Lebensgefahr Rohstoffe einbringt. Dies soll künftig durch die Arbeiterkaste bewerkstelligt werden. Einzelne Exemplare der neuen Arbeiterkaste folgen nur widerwillig meinen Befehlen. Durch einen Zufall habe ich entdeckt, dass sie auf eine bestimmte Tonfrequenz besonders fügsam werden. Allerdings muss ich sie jedes Mal persönlich anspornen zu arbeiten. Ich werde einen Hilfsapparat konstruieren müssen. Die Erstellung eines einzigen Arbeiters benötigt sehr viel Zeit. Ich bin am Überlegen, wie ich diesen Prozess beschleunigen kann. Einen ersten Gedanken dazu habe ich schon. Sie müssten sich selbst replizieren können. Ich habe meine wissenschaftliche Arbeit im Gemeinschaftsrat vorgelegt. Sie haben mir sofort verboten, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Ich denke jedoch, dass dies nur dem Neid einiger der Mitglieder des Rats geschuldet ist. Das Labor gehört mir, also werde ich weiterforschen. Es ist mir gelungen, die Königin dazu zu bringen, dass sie genau die Arbeiter reproduziert, die ich ihr in einem biologischen Muster vorgegeben habe. In einem Zyklus hat die Königin ein ganzes Transportschiff bevölkert. Durch die Hilfsapparate lässt sich die Königin sehr gut steuern. Ich weiß nicht, was passiert ist. Plötzlich benehmen sich alle Bewohner sehr seltsam. Einen Grund kann ich zurzeit noch nicht feststellen. Die erste Königin hat begonnen, ihre eigenen Soldaten zu produzieren. Als ich sie ruhig stellen wollte, wurde ich von diesen Soldaten angegriffen. Ich konnte gerade noch in mein Labor flüchten. Ich habe alle Sicherheitsprotokolle eingeschaltet. Sie können meinen Laborbereich gar nicht betreten. Es sind jetzt 2 Zyklen vergangen und ich bekomme keinen Kontakt mehr mit den anderen aus der Gemeinschaft. Die letzten Bilder, die meine Kamera von draußen übertragen hat gezeigt, dass sich einige der Transportschiffe vom Hafen entfernen. Mir blieb nichts anderes übrig, als den ersten Ton zur Ruhigstellung der restlichen Transportschiffe einzuschalten. Es war ein Fehler, der Gemeinschaftsrat hatte recht. Es ist zu gefährlich. Allerdings gibt es niemand mehr, der mir das vorwerfen wird. Die Arbeiterkaste hat den gesamten Hafen entvölkert.